Dann machen wir das auch gleich am besten. Also Skynet bauen. Ich hätte gerne eine Fabrik. Okay, noch ein paar mehr. Die da hätte ich auch ganz gerne. Warum kannst du das einfach so bauen, ohne die Frames vorher zu bauen? Hatte ich noch Frames dabei? Warte mal. Ah, jetzt macht er das. Okay, brich ab, brich ab. Ich wollte noch gucken, warum das gerade so schnell ging. Auf der Rückseite da ist noch Platz. Gib mir das da. Bau das woanders wieder auf da. Das Blinken, das ist ein bisschen irritierend. Da kümmere ich mich später drum. Du hier und da. Und da. Und dann hätte ich ganz gerne... Da. Eine rote Kiste. Und Stahl. Genau, gib mir Stahl. Stahl, Stahl, Stahl. Gib mir eine blaue Kiste. Und bau den Schmelzofen gleich hier hin. Wie viel Eisen haben wir? Na, guck mal im System allgemein. Wir haben 2300 Eisenplatten. Das sollte ich mir mal ungefähr merken. Mach mal so und so. Und mach hier noch mehr Stahl. Shift rechts, Shift links. 2300. Wie schaut Smog aus? Nicht so gut. Pollution-Module habe ich noch. Bauen nochmal. Was? Oh, ich habe kein Kupfer. Das ist ungewöhnlich. Gib mir mal Kupfer. So. Bau mehr Pollution-Module. Du. Pollution 0,54. Wir sind echt voll öko. Oh ne, die ganzen... Ah, okay. Ja, das wird helfen. Wenn ich hier Speed-Module rausnehme, Öko-Module rein und bei allen das überprüfe, dass sie auch schön Pollution-Module haben, dann sollte das einigermaßen gut hinhauen. Also bau mal 20 davon. Gut. Immer noch 2300? Ne, 2400 Eisenplatten. Das klingt doch soweit gut. Und ich müsste jetzt eigentlich auch genug Stahl haben, um die restlichen Kisten zu bauen. Genau. Bauen wir zwei rote, zwei blaue. Forschung ist durch. Ja, ich weiß, jedes Mal ist Forschung so ein Ding bei mir. Aber es ist wichtig. Bitte... Erforsch Gunter Damage. Ja. Das ist übrigens auch eine Fabrik, die ich gerne demnächst bauen würde. Die Fabrik, die Munition herstellt und die Fabrik, die panzerbrechende Munition herstellt. Und das Konstrukt mache ich mal kurz weg. Das bauen wir anderweitig nochmal auf. Mit einer extra Anlage, die noch besser hier reinpasst. Roboter sind alle ausgelastet, ja. Pollution Blume kurz abbrechen. Bau bitte lieber die Kisten. Die raus, die rein. So, die haben schon mal alle. Hat, hat. Ja, die alten Fabriken, die haben alle noch Module gehabt, weil ich damals noch mehr, keine Ahnung, Zeit investiert habe in die. Die ganzen restlichen Fabriken habe ich jetzt ja recht schnell in den letzten Folgen alle aufgebaut. Da fehlen halt überall noch die Module. So, mehr. Sieht es hier schon ein bisschen besser aus? Und es flackert da immer noch. Aber das Pollution-Ding braucht hier eh eine Weile zum Updaten. Also diese Pollution-Overlay-Karte da. So, rot war unten, unten, blau ist oben, oben. So, du stellst bitte her Flying Robot Frames. Und du brauchst auch Pollution-Module. Gut.
Also Flying Robot Frames. Dafür brauchst du Stahl, grüne Chips, Batterien und rote Engines. Stahl, grüne Chips. Also 20 sollten schon reichen. Dann rote Engines. Reichen noch weniger. Das war das letzte. Ah, Batterien. Okay. Batterien sind jetzt die Batterien, nicht die anderen da hinten. Davon hättest du auch gerne 10. So, das Ganze kommt dann da rein, da raus und wird beschränkt auf ein Stack. So, und hier drunter. Eigentlich müsste das auch wieder anders angeordnet werden, dass dann auch gleich beide Roboterarten hierher kommen, aber später. Also später werde ich ganz viel hier rum ändern, wo welche Fabrik was herstellt. Aber erstmal ist es halt nur wichtig, dass es überhaupt hergestellt wird. Also diese Fabrik hier macht bitte Logistikbots. Braucht Weak Capacitor, okay. Also Weak Capacitor. Wo bist du? Da, Weak Capacitor und rote Chips. Keine 200 jeweils, sondern eher so 20. Und dann natürlich noch die Frames. Die da. So. Das wird hergestellt, das kommt da rein. Wird beschränkt auf einen Stack. Und dann bräuchten wir eigentlich... Ja, eigentlich dann nur eine Gib-mir-Kiste an einem Roboport. Also hier. Die dann Roboter anfordert, die dann da reingelegt werden. Also Roboter und Repair-Packs später. Das scheint dann unser Standard-Layout zu sein für Roboports. Passt aber halt nicht in das Muster hier rein. Oh, ist okay. So, du hättest gerne Logistik-Robots. Und für später schon mal Construction-Robots. Alle. Einfach alle immer hier rein. Dann werden sie da reingelegt und fliegen dann sofort los. Damit, wenn ich jetzt nicht wieder irgendwelchen kleinen Fehlerkram gemacht habe, müsste Skynet jetzt wieder aktiv sein. Du wartest auf Batterien. Ja, da kannst du wahrscheinlich lange warten. Gib mir mal Eisenplatten, wenn du noch hast. Nee, hast du nicht. Die Eisenplatten sind, wenn, dann hier oben drin. Hm? Wie viele Eisenplatten haben wir jetzt noch? 2700. Das ist komisch. Obwohl wir jetzt eine... Genau, nimm mal alles mit hier. Obwohl wir jetzt eine dritte Stahlschmelze gebaut haben, haben wir trotzdem noch Eisenüberschuss. Das ist sehr schön, aber auch sehr komisch. Ich klaue euch mal ganz kurz auch die Eisenplatten. Naja, wobei, das ist doof, die Eisenplatten zu klauen. Haben die Roboter alle was zu tun? So. Das heißt, ich habe jetzt Kupfer, ich habe jetzt Eisen, ich habe jetzt Stahl. Ich kann jetzt so runtergehen und hier die Sachen ein bisschen besser versorgen. Du hast alles, was du brauchst, bist durchgehend am Rödeln. Gut, du hast nicht alles, was du brauchst, weil die da fehlen. Ja, wird aber schon geliefert, wird abgebaut, ist alles gut. Lubricant ist voll, Schweröl ist nur noch auf 50%, Leichtöl ist leer. Das ist krass. Soweit Petroleumgas sich wieder staut, weil kein Eisen hier hinten drin liegt. So. Dann brauchen wir unbedingt hier unten auch noch einen Roboport. Das Problem ist halt nur das Muster. Also ich könnte jetzt hier von einem riesen Blueprint machen und das alles neu aufbauen. Aber das ist harter Tobak. Mache ich erstmal nicht. Weil da kann auf jeden Fall was schief laufen und wir haben momentan nicht so wirklich Zeit dafür. Ja, was brauchst du? Du brauchst auch Eisen. So, zwei Stacks jeweils. Hat eine Weile was zu tun. Du wirst jetzt eine passive Provider Chest. Und wir brauchen als nächstes relativ schnell hier einen Roboport. Bau mal. Naja. Ich brauche mehr Logistik-Slots. Gerade sowas wie Eisenzahnräder, Steinzahnräder, Holz eventuell sogar. Also nicht das, sondern die verarbeiteten Holzdinger. Rohre, Substations, wofür wir übrigens auch eine Fabrik bauen könnten. Also was hätte ich echt gerne im Inventar. Genau, versorgen wir mit tollem Zeug.
Ja, jetzt schmollen die, weil ich so schnell weggelaufen bin. Ja, dann schmollt halt. Ich liefere so lange Fuel Blocks ab, damit Strom da ist. Und zwar in der Kiste hier, weil die schön nah dran ist. Und die Kiste ist voll. Ja. Sind die alle voll besetzt? Ja, sogar mehr als voll besetzt. Ja. Ich könnte sagen, dass sie mehr einlagern sollen. Aber wenn ich hier hingehe, treffe ich dann alle drei? Ja. Erhöhe dich mal auf 200. Shift rechts, Shift links, Shift links, Shift links. Da unten komme ich nicht hin. Das ist schade. Ich glaube, ich nehme dann mal den oberen hier weg. Damit ich Zugriff habe auf alle blauen Kisten. So, Shift links. Shift links, Shift links, Shift links, Shift links, Shift links. So, die wollen jetzt alle 200 haben. Damit sie einen größeren Puffer haben, falls es mal zu irgendwelchen Engpässen kommt. Und ich mein Zeug loswerden kann. Und ich glaube, ich hau das hier jetzt erstmal weg. Ja, komm. Das redundante System nehme ich jetzt erstmal kurz außer Betrieb. Vielleicht ändere ich später noch meine Meinung und baue es wieder auf. Aber jetzt fürs Erste ist es mir einfach nur im Weg. Oh, das nicht unbedingt. Gut. Außerdem sieht es dann alles ein bisschen ordentlicher aus. So, hier hast du noch mehr davon. So, du hättest gerne Fuel Blocks 200. Shift rechts, Shift links, Shift links, Shift links, Shift links. Du willst schon 200. Gut, also hier müssen die nächsten Kisten mit 200 dahin. Die Kisten da hätte ich noch gerne weg. So, 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 so. Hier noch mehr Fuel Blocks, bitteschön. Aber es schaut soweit alles gut auszusehen. Also was die Fuel Block Produktion angeht und den Verbrauch, den wir haben. Und lass den armen Roboter frei. So. Bau Nummer 3 davon. Und einen normalen. Genau. Dann hätte ich noch ganz gerne ganz viele blaue Kisten. No, nicht hier, sondern nicht hier. Hier muss noch ein Rohr zwischen. Brauchen wir auch ein paar Rohre. Das Ding ist vollkommen überladen. Ja gut, wir haben die Fuel Blocks abgeliefert, so gut es geht. Das heißt, ich laufe jetzt wieder runter, setze den Roboport, damit die Roboter da auch ran... Okay, versorgt mich ganz kurz. Damit die Roboter Zugriff haben zu den Batterien. Was ja doch sehr, sehr wichtig ist, ne? Für diverse Sachen inzwischen. Und ich brauche unbedingt eine Fabrik, die Lampen herstellt. Das klingt komisch, ist aber so. Und warte mal, jetzt kommen wir nicht hin mit den... Mit den Dingern hier, mit den Substations, oder? Wenn wir hier den Roboport so hinsetzen, dass er genau... Da müsste er hin. So. Ja, keine Stromversorgung. Dann mach mal kurz, auch wenn es doof aussieht. So ein Ding dahin. So. Damit es hier drin ist. Das heißt, die fliegen jetzt von ganz hier unten bis ganz da oben. Arme Roboter. Aber es werden jetzt ja immer mehr. Wir haben jetzt 84 Roboter. Sollte ich mir so ungefähr merken und in ein paar Folgen dann nochmal raufgucken, wie viele es dann sind, um dann so ungefähr zu... Obwohl, ich kann einfach P drücken. Werden die Roboter hier aufgeführt? Nö. Leider nicht. Meh. Wir produzieren 364 Eisen, wir verbrauchen 261 Eisen. Das ist sehr schön. Wir produzieren 28,6 Stahl. Wir verbrauchen ja, weniger als 7,8 anscheinend, sonst würde das hier irgendwo aufgeführt werden. Kann man diese Liste expandieren? Ich würde gerne alles sehen, was ich herstelle und nicht nur die Top, was auch immer das hier sind. Top 16. Aber soweit sieht es mit den Ressourcen schon mal ganz gut aus. Das ist beruhigend. Was jetzt nicht so gut aussieht, sind unsere Verteidigung.
Fühlblocks abholen muss ich erstmal nicht. Das Ding da. Genau, du hättest gerne immer 200 Eisenplatten, damit das immer befüllt wird. Das brauchen wir aber auch noch für dich hier. Du brauchst auch noch eine blaue Kiste. Und die hätte gerne Eisen, Kupfer und die Weak Capacitors. Die da. Ruhig jeweils 200.